Hallo, 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 Demio hier mit Let's Play Mario Gives Up. Es ist ein Weilchen her, aber mir ist eingefallen, ich habe da ja noch ein kleines Extra versprochen, nämlich diese 1, 2, 3, 4, 5 gelben Punkte auf dieser Karte hier. Ich habe schon wieder eine längere Mario-Pause hinter mir, aber das soll mich jetzt absolut nicht stören. Nur am Anfang erstmal, wir gucken mal, wie es läuft. Und... ich rutsche. Es ist rutschig. Deswegen rutschen wir jetzt mal in die Röhre. Ach, das war der Rotz. Okay. Ach, und jetzt ist nicht mehr rutschig. Okay, nix rutsch. Was zum Teufel? Moment. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen was vergessen. Fuck. Okay, habe ich dich jetzt rausgescrollt? Ja. Oh fuck, ich hab den Pilz. Okay. Das wird gut. Gut wird das. Rutschi. Rutsch, rutsch. Okay, wir machen hier eine Safe State. Und gucken erstmal. Wenn ich so eine Stage irgendwann gar nicht mehr hinkriegen will, dann kriege ich dich da rausgescrollt? Ah, verpiss dich, du elendes Flammenpokey. Mistkrücken-Rattending. Stirb, Chuck. Charlie! Charlie! Das ist ein Charlie. Japanische Namen. So, hi. Whoop! Babada! Whoop, dip, 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 dip! Mann, oh. Ah, yo! Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Das wird ein Riesenspaß. Ich glaube, das tue ich mir jetzt 2-3 Minuten an. Dann gestehe ich mir ein, dass das so nichts wie... Weg mit dir. Ich habe zumindest Spaß. Oh, ich habe so einen Spaß. Also, ich merke halt wirklich, dass ich die Mario-Pause dann doch ein wenig bereue. Es hat mir irgendwo gefehlt. Alter... Was? Jo, gut. Ah! Fuck! Okay. Ich hab den Safe State. Fuck, ich hab jetzt den Safe State. Okay, wir sterben dann gleich halt einmal. Wenn was absolut ins Höschen geht. Ah, sowas! Den müsste ich schaffen. Hilfe! Geh weg! Kann ich da rein? Nein, ich komm da nicht rein. Oh Mann. Fuck. Ich krieg nicht mal mehr den Trick hin. Also es gibt den Trick, um das einmal zu erzählen, wenn ich quasi... Wow. Hilfe. Zu viel. Verpiss dich. Ich will da nicht runter. Ich guck mal, was da unten ist. Das ist ein Blind Jump, deswegen habe ich da einmal nachgeguckt. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mein armes Herz. Nicht in den Stachel, Kollege. Ja, verpiss dich. Ganz ehrlich, nee. Oh, fuck. Da will ich hoch. So. Woo. Da links war ein Pilz. Ich will den Pilz. Krieg ich hier einen Pilz? Nein. Oh Gott, die werden immer größer. Oh, nein. Nein. Okay. Dachte, das wäre so eine bewegliche Schlange, wie aus den... Na, wie heißen die Dinger? Aus den Schlössern. Habe ich gerade echt überlegt, was Schloss für ein Wort... Oh Gott. Dieses Spiel richtet schon wieder schlimme Dinge mit mir an. Und da ist mir... Das Level hat keinen Mittelpunkt. Das ist mein Mittelpunkt. Will wer meckern? Nein. Fein. Okay. So, einfach durch. So. Okay. Puh, Mensch. Bin ich gut heute. Aber ich habe Spaß. Ich habe Spaß und das ist das Wichtigste letztendlich. Doppel-Charlie. Okay. Oh, was ist in diesem Block? Yes, 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 yes. Genau sowas brauchte ich. Und
dann da durch. Oh, der ist groß. Oh, ist der groß. Okay. Blind Jumps gefallen mir nicht. Und auch... Ach, jetzt habe ich wieder ein Safe State gesetzt. Blind Jumps gefallen mir... Ich traue der Sache nicht. Das ist Schreck. Ficken. Schreck ficken. Schreck ficken. Wow. Oh komm, sowas ist fies. Da kann der Spieler nicht mal was für an der Stelle, wenn das nicht klappt. Das ist dann nämlich der beschissene Ninji, der sich denkt, nö, ich spring jetzt. So. Yep, 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 yep. Fuck, ich hab ihm vertraut. Charlie, ich hab dir vertraut. Okay, passt das vielleicht? Ja, 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 ja. Da ist das Ende! Da ist das Ende! Oh mein Gott! Okay, okay. Nein, da ist nicht das Ende. Doch, da ist das Ende. Oh, warte, nein. Nein, nein, nicht laden. Ich bin durch. Oh Gott. Das war erst eins. Aber das Level war schön. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein gutes, super tolles Level. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt Safe State musste, ich schieb's einfach echt auf die Pause. Bonus 2. Okay. Wo ist das Lied her? Ich hasse sowas. Ich bin jetzt wieder das komplette Level über am Grübeln, woher das Lied kommt. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich mag diese Bonus-Level, weil die halt so überhaupt nicht ins normale Spiel reinpassen, aber trotzdem anscheinend ziemlich... What the fuck did just happen? Ziemlich nette Ideen liefern. Wie halt hier. So, und ich will da so ein bisschen Lücke zwischenlassen. Wie wir gesehen haben. Denn sonst wird das Ganze ziemlich unangenehm. Was hat das jetzt geändert? Ich will da runter. Ich will da hoch. Vermutlich da runter. Okay. Ich war nicht schnell genug da unten. Wir wollen runter. Ne, wir wollen gar nicht runter. Da kommt der erste. Laserding. Wie eine Biene. Wespe. Beides. Was auch immer. Ja gut, der hätte mich dann... Oh, fuck my life. Ich muss da jetzt runter. Ich muss diesen Block treffen. Dann hoch. Oh, okay. Und jetzt darüber. Gott, das muss man jetzt mal verstehen. Ah. Nein. Doppel nein! Hilfe! Ah. Wow! Mittelpunkt, okay, nach 60 Spielsekunden. Das ist ein wenig kurz. Aber ich sag nicht nein. Mehr Pilze! Muss darüber! Okay. Ey, das ist heftig. Das glaubt man gar nicht. So. So. Dann will ich den wahrscheinlich drücken. Und juhu! Das ist absolut blöd, der kann mich nicht mal treffen. Den nehmen wir dankend mit. Da springen wir. Was ist los? Das ist gerade verwirrend einfach. So. So. Da springe ich auch lieber. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Da! Ahaha, ahaha, oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay, es ist alles super. Alles perfekt. Alles okay. Drei bleiben. Ich kann nicht mehr. Okay. Was? Was? Allein für das... Oh, das ist viel zu leise, das Lied. Okay, und das läuft... Stimmt, das lief in der Pause nicht mit. Bam, badam. Allein für die Musik kriegt dieses Level 10 Punkte. Nee, jetzt ernsthaft, das Lied ist großartig. Du bist irgendwie grimmig. Und ich muss nach links. Ah! Was ist los? Oh Gott!
Das ist nicht sehr cool. Das finde ich nicht toll. Ah, der sieht doof aus. Der sah absolut doof aus. Die Disco... Disco? Was ist... Was bist du? Was seid ihr? Was ist hier los? Ich will nicht... Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, sie kommen von überall. Sie kommen von... What? Okay. Okay. Ich setze mir einfach mal in den Mittelpunkt. Da, 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 da. Da, da, bam, bam. Bin ich hier denn sicher? Sicher. 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 Oh Gott. Das sind... What? Das ist irgendwie ein ziemlich merkwürdig... Okay, Entschuldigung. Dieser Boo-Laser sieht sehr merkwürdig aus. Ich kann nicht mal erklären, warum ich dieses Gefühl habe, aber er sieht absolut merkwürdig aus. Das finde ich gerade nicht cool. Merkwürdige Boo-Laser sind nicht cool. Also, wenn ihr einen Boo-Laser in euren Hack einbauen wollt, so einen da oben, der da gerade rumswuscht, sorgt dafür, dass er nicht komisch aussieht. Nicht so. Kannst du jetzt mal sterben? Danke. Das hätte ich gerade auch geschafft. Da. Aber irgendwie sind diese Bonus-Level komisch. Ich weiß nicht, warum ich mich davor gedrückt habe, denn sie sind nicht mal schwer. Auch wenn die Chozo-Statuen am Anfang ziemlich cool waren. Das muss ich sagen. Die Chozo-Statuen waren das Highlight des Levels. Okay. Okay. Super Mario Bros. 3. Und da klingelt meine Tür. Moment mal. Gut. Machen wir weiter. Ist nie was passiert. Ich war nie weg. Hallo. Hallo. Okay. Ich mach denselben Fehler zweimal. Wie gesagt, Super Mario Bros. 3. Hallöchen. 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 Wow. Ich denke jedes Mal, die erste Kugel, die da fliegt, kommt aus der Kanone, aber die fliegt von rechts rein. Wieso kriege ich... Da! Die sieht so aus, als würde die... Oh Gott! Davon geschossen werden. Wieso verstehe ich das nicht? Ich verstehe es nicht. Und... Ich sehe da kein Timing, wann ich... Okay! 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 Okay, okay, okay. Jetzt müssten... Oh meine Güte. Ich glaube, in dem Level werde ich ein bisschen öfter saven, so leid mir das tut. Aber das ist mir gerade ein wenig blöd. Hüpp. Erwischt, Kollegen. Erwischt. Von euch lasse ich mich nicht mehr verarschen. Und von euch da auch nicht. Ich dachte halt auch zum Beispiel, das Ding hier ist fest und ich könnte da nur gegenlaufen. Ah. Ah, man kann drauf... Ah. Diese Aufzieh-Bob-Oms hier finde ich ganz cool. Hilfe! Aua! So. Dieses Level macht dann schon ein wenig weniger Spaß, einfach weil es vielleicht ein wenig zu überladen ist. Ich meine, klar, SMB3 hatte auch ziemlich volle Schiffe. Ach, das ist sogar eine Version von dem Theme. Okay. Aber da war halt alles immerhin noch irgendwo human und fair. Und das hier ist dann vielleicht doch schon abisi viel. Aber nur abisi. Ein ganz klein bisi. Vor allem, diese Torpedotets da oben, die interessieren eh kein Schwein, weil... wann komme ich mal da hoch? Ja, können wir bitte ins nächste Level? Level, 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 Level? Au. Ich bin Level. Komm. Das ist doof. Ich hatte so viel Spaß mit den ersten dreien. Jetzt kommt sowas. Das ist ärgerlich. Ich gehe unten lang. Okay, unten komme ich dann einfach unter die Räder. Ich habe einen Wortwitz gemacht. Versteht ihr? Sowas muss sein. Oh Gott. Für den möchte ich gerade eigentlich selbst irgendwie den Schreibtisch mit der Stirn knutschen. Gott. Gott. Gott.
So, mehr Bob-Bombs. Und da hoch. Der ist so un... Die Torpedo-Tets sind der... unnützeste Murks überhaupt in diesem Level. So, jetzt komme ich hier wieder unter die Räder. Also gehe ich hier hoch. Und dann war es das. Yay! Mein Victory-Theme. Schön. Okay, eins bleibt noch. Eines geht noch rein. Nämlich dieses hier. Bonus 5 soll es sein. Okay. Es ist rutschig. Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Stirbt Charlie. Stirbt Cooper. Okay. Ich sehe jetzt schon, wohin sich das Ganze gerade entwickeln wird. Wupp. Tot, tot. In ein... Ah! Das ist auch so ein Level, das einen dafür belohnt, dass man Switches... Okay, riesengroßer Pluspunkt. Ich liebe sowas in Hacks. Das ist so ziemlich eine der schönsten Sachen, die ein Hack einbauen kann. Den Fakt, dass man belohnt wird dafür, dass man Geheimnisse findet. Das ist großartig. Was mache ich denn? Okay. Okay. Da will man einmal aufnehmen. Man will einmal aufnehmen und dann kommt die Post und dann klingelt das Telefon und ich mache weiter. Okay, hier lang. Ich vermute einfach mal, ich will hier, keine Ahnung, ich gehe einfach mal hier. Wir haben zwei Wege und... Huch! Da habe ich gepennt. Wir haben wieder... Ah, es sind so viele Wege und so viele Blind Jumps. Und dann passiert sowas. Sowas ist nicht cool. Yoshi! Was mache ich denn jetzt mit dir? Erstmal die Frage. Nein, okay. Okay, Frage geklärt. Frage geklärt. Wir können mit Yoshi halt jetzt nur hier oben lang. Und dann auch nur hier runter. Und dann auch nur darüber. Tschüss, Yoshi. War eine schöne Zeit mit dir, auch wenn sie mal wieder sehr kurz war. Ich hoffe, wo auch immer du jetzt bist, du mögest dort in Frieden ruhen. In friedlichstem Frieden, der friedlich ist. Denn unfriedlicher Frieden ist kein Frieden, sondern Stress. Mensch, hau ich hier wieder Lebensweisheit. Ich weiß nicht, was das ist mit mir. Ich hab da irgendwie so einen kleinen Anflug und dann passiert so... Oh, fuck! Okay, Mittelpunkt. Wenn der zweite Abschnitt jetzt nicht so Trial and Error ist, dann würde ich den vielleicht sogar ohne Saves machen wollen. Ich denke mal, der hat Potenzial. Yoshi? What the fuck? Flying Yoshi? Okay. Ah, sowas mag ich dann ja schon wieder. Sowas ist super. Wupp. Sei denn, es passiert so ein Scheiß. Und jeppa. Okay, ich glaube, ich will das ohne Renntaste machen. Grund dafür ist einfach, dass es präziser ist. Yosh! Lass mich nicht alleine. Boah, wie kannst du nur? Also, wie gesagt, Renntaste ist halt... Holper die Dolper, die Stolper da durch. Und ohne Renntaste ist halt mehr so, ja, mit was kann ich das vergleichen? Ich weiß es nicht. Puh. Mit einem geschmeidig präzisen Flug. Was ist geschmeidig und präzise? Ich weiß nicht warum, aber als allererstes kommt mir gerade der Microsoft Flugsimulator in den Kopf. Trial and Error. Okay, wir haben das Leben gewonnen. Wieso komme ich auf den Microsoft Flugsimulator? Ich habe keine Ahnung, wie mir so etwas in den Kopf schießt. Koopas. Koopa, Koopa, Koopa. Koopa, Koopa. B-Switch, B-Switch. Danke, danke. So, wir nehmen Yoshi aber mit. Ich meine, wofür haben wir den Kleinen denn? Ich meine, er kann fliegen. Wupp. Und wir hätten ihn hier sogar gebraucht. Sehr schön. Wir nehmen den kleinen Kollegen weiter mit, den kleinen grünen Dino-Kollegen-Freund. Und das war wieder mal eine gute Entscheidung meinerseits.
Was ist denn hier? Oh, okay. Jetzt müssen wir auch ein wenig in die Höhe planen, wie mir scheint. Ja, Charlie. Hüpp du mal da rum. Ist okay. Kein Yoshi? Was? Das hat mich getötet! Oh, ernsthaft. Sowas ist dann schon wieder absolut fragwürdig. Huch. Ach, das rutscht ja! Das rutscht ja! Das tötet mich ja. Also, das war der unfairste und dümmste Tod, den ich heute gesehen habe. Das war wirklich nicht cool. So, dann machen wir hier einen. Ungefähr so... Schbäm! Hier. Und genau. Charlie ist weg. Charlie hat dann doch keinen Bock mehr gehabt. Und wir passen jetzt auf. Wow. Also mehr als ein... Oh Gott, warum save ich denn? Reflex. Okay, ich habe gesaved. Es tut mir leid. Was wollt ihr von mir? Ja, was soll ich jetzt da... Ach! Nein! Ich habe keine Rewind-Taste. Fuck my life! Okay, es ist nur der Yoshi-Abschnitt, okay. Ich habe den zweiten Abschnitt da trotzdem noch nicht verstanden. Und das wurmt mich gerade ein wenig. Weil ich gerne wüsste, was da eigentlich von mir verlangt wird. Den, mach den kaputt. Oh ja, ich bin ja auch ein Held. Danke. Dahin. Und dann wären wir auch schon wieder da, wo wir aufgehört haben. So. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gerade echt nicht, was da oben von mir verlangt wird. Beziehungsweise, wo der Wurfblock dahin. Oh, bin ich blöd natürlich. Verstanden. Dementsprechend kann ich Yoshi auch einfach da parken. So. Also manchmal bin ich echt erstaunt, wie gut ich Dinge verstehe, die hier von mir gefordert werden. Ich soll nämlich dieses Ding da wegschmeißen. Mir meinen kleinen grünen Dino-Kollegen holen. Mit diesem Dino-Kollegen jetzt hier hoch. Hey, Rätsel gelüftet und total verkackt. Arf. Jetzt. Damit geht's dann hier hoch. Damit kriegen wir dann... Was ist da oben denn verkehrt? So. Und damit können wir dann auch ganz getrost hier diese Yoshi-ist-nicht-Beschränkungen umgehen. Und einfach weiter in den nächsten Raum. Wo Yoshi nicht mehr fliegen kann. Warum auch immer. Okay, Yoshi. Ich kriege ihn doch irgendwie gerettet. Yay, Yoshi! Du darfst den Rest deines Lebens dort gebritzelt fristen. So freue ich mich mit dir. Schade, Yosh. Tut mir leid. Sorry. Kann dich da leider nicht wegholen. Also, 5 Bonus-Level gemacht. Wohin führt mich das jetzt eigentlich? Bowser's Valley. War ich da schon? Ach, das ist hier. Okay. Ja. Ups. Das sollte man lassen. Ah, ich bin so ein Vollidiot. Ja, was soll man dazu groß sagen? Das Ding hat wunderschön bewiesen, wie man einen wirklich positiven Eindruck doch noch in der Luft zerreißen kann. Also die ersten beiden Level haben mir super gefallen. Das dritte fand ich eher fragwürdig. Das vierte war Murks, ne? Das vierte war... Ja, das fand ich Murks und das ging dann zumindest wieder mal. So, ich würde aber damit ganz ehrlich sagen, Mario Gives Up ist jetzt offiziell
Und wirklich, ganz ehrlich, es gibt nichts mehr abgeschlossen. Könnt ihr mir glauben? Es wird weitergehen mit Mario. Ich werde noch einen kleinen Hack zwischenschieben und dann gibt es Let's Play Your Level. Und ich würde dementsprechend sagen, das war's für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.